Diese vier Kandidaten sind heute Abend zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem? Dabei steht ihnen ein Mann gnadenlos im Weg. Der Jäger. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Das ist der Applaus für unsere vier heute Abend, die alle der Meinung sind, einen Jäger besiegen zu können. Warum sind Sie dieser Meinung? Wir fragen Sie direkt selbst. Hallo, mein Name ist Bastian Gremerich und als Coupier sage ich dir, für dich gilt ab jetzt rien ne va plus. Ich heiße Ellen Buchmann-Kloß und bin seit vielen Jahren Übersetzerin. Da bleibt so einiges an Wissen hängen. Hallo, mein Name ist Frieder Junghans. In meiner Freizeit spiele ich gerne Gitarre und nun möchte ich bei dir neue Saiten aufziehen. Hallo, mein Name ist Manuela Grüneberg und ich mache Taschen und in dieselbige stecke ich dich gleich. Manuela, Ellen mit Frieda und Bastian, das ist unser Team des heutigen Abends. Jedes einzelne Mitglied wird gleich erstmal zu mir kommen und in einer Schnellraterunde schon mal möglichst viel Geld für die Teamkasse einspielen, um dann jeweils mit diesem Geld in ein Duell gegen den Jäger zu gehen. Wer es gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, fliegt raus und beginnen wird Bastian heute Abend. Bastian, guten Abend. Herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Ich freue mich, dass du da bist. Okay. Finde ich auch gut, dass du, ich weiß nicht, ob du für die ganze Gruppe sprichst, dass du deutlich machst, welchen Jäger du haben möchtest heute Abend. Das ist mir eigentlich egal, wir besiegen, egal wer kommt, oder? Achso, ich dachte, du hast hier das Klaus Otto Nagossen. Achso, deswegen, ja, gut, der kann gerne kommen. Das ist der Fliege. Wegen der Fliege, jetzt habe ich es verstanden. Ja, siehst du, auf der anderen Seite Ellen hat Blumen, das deutet auf Klussmann, denn ihr könnt euch noch nicht so ganz entscheiden, offensichtlich. Wir nehmen, was kommt. Ja, das müsst ihr sowieso. Du kommst woher? Aus Bremen. Aus Bremen, okay. Ja. Und bist Croupier von Beruf? Richtig, genau. Mhm. Und dann jeden Abend in der Spielbank? Oder ja, also alles mögliche. Poker, Blackjack, Roulette, je nachdem, wo halt gerade Bedarf ist. Nehme ich den Leuten das Geld weg. Ja, also dafür haben wir hier die Jungs da oben. Ja, heute läuft es andersrum, aber gucken wir mal. Finde ich cool. Ich bin auf deiner Seite. Eine Super. Minute für dich. Deine Schnellraterunde startet jetzt. Alles klar. Eine Primatengattung sind die Orang? Utan. Was bedeutet auf einem Roulette-Tisch die Ausdrücke Rouge und Noir? Rot und Schwarz. Die Fußballnationalmannschaft welches Landes ist unter ihrem Spitznamen El Tri bekannt? Mexiko. Ja, welcher deutsche Late-Night-Talker wurde Dirty Harry genannt? Harald Schmidt. Sind bei einer Frauenbluse die Knöpfe in der Regel auf der rechten oder auf der linken Seite? Der linken. Welcher Autor sorgte im Winter 2017 mit seinem Zukunftsroman Quality Land für Aufsehen? Dan Brown. Marc-Uwe Kling. Aquaregia ist ein Gemisch aus Salpetersäure und Salzsäure und heißt auf Deutsch? Weiter. Königswasser. Von welchem Teil des Schweins stammt grüner Speck? Vom Bauch. Rücken. The Kids Are Alright ist eine Rockumentary über welche Band? Kiss. The Who, in welchem Land findet das Heißluftballon-Festival Mondial Air Balance statt? Kanada. Frankreich. Bevor Martin Luther King als Bürgerrechtler aktiv wurde, war er Pastor welcher christlichen Glaubensgemeinschaft? Weiter. Baptisten. Welcher norwegische Ausnahme-Biathlet verpasste 2018 seine 7. Olympischen Winterspiele? Björn Dahlen. Aber 2.500. Ich glaube, das waren die ersten 5 Antworten, oder? Ja. Und dann war Stille. Aber es war auch nicht ohne. Aber klasse, was wir haben, haben wir. Und jetzt entscheidet es sich, wer gegen euch antritt heute Abend. Ist es der Besserwisser, Sebastian Klussmann? Sein akademischer Grad ist Bachelor, sein Beziehungsstatus übrigens auch. Oder kommt heute der Quiz-Doktor Dr. Thomas Kinne, Doktor der Amerikanistik für Erste Hilfe, reicht's aber auf jedem Gebiet. Oder ist es der Quizgott Sebastian Jacobi? Er ist Wirtschaftswissenschaftler, deswegen haut er nicht Geld, sondern Kandidaten raus. Dir ist egal, sagst du? Ja. Ja? Ja. Gut, dann los, ne? Hier kommt der Jäger. Guten Abend, Herr Klussmann. Guten Abend, Herr Bommes. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Bastian. Ach, da kommt doch ein Lächeln. Ich ein bisschen angeguckt dort. Ganz freundlicher Kerl. Ja. Also nicht zu jedem vielleicht, aber muss ja auch nicht. Gucken wir mal, wie freundlich die Angebote sind, ne? Ja, das stimmt. Richtiges Stichwort. Es kommen 2.500 Euro auf den Tisch, Herr Klussmann. Und wir warten auf Ihre ersten Angebote. Ja, unten ist in der Regel ja immer etwas unfreundlich. 250 Euro. Oh.
Ist aber besonders unfreundlich zum Staat. Ja, was ist denn so der höchste Betrag, den Sie je beim Roulette zu verantworten hatten? Das war sehr viel. 160.000 Euro? Blöde Frage, Herr Klussmann. So, jetzt muss er. Aber wenn er das schon sagt, das kann ich sagen. Nein. So fangen wir heute nicht an. Ich habe immerhin noch 15.000 Euro für Sie. Das ist psychologisch so mies. Er ist eigentlich ein super Angebot, 15, aber man nimmt es gar nicht. Es fehlt irgendwie eine Null, ne? Also, ja. Und dann bleiben wir. Bleibst du? Ja. Oder was sagt ihr? Ja. Bleiben. Bleiben erst. Wir bleiben. Gut. 2.500 Euro nehmen wir. Darum geht's jetzt. Richtige Antworten bitte von dir. Die Jagd beginnt. Erste Runde des Abends startet jetzt. Welches Dorf gibt es tatsächlich in den Niederlanden? A-E-O. Ich kann euch noch ein bisschen was anbieten, wenn ihr wollt, aber ihr lest es ja auch. Was hast du genommen? Was ist? Ich hab A. 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 Nee. Was sagt der Jäger? Eigentlich viel zu schön für den Anfang. Deutschland, den AA-See. AA. Welcher Film war das? Oh oh. Wo der ein Protagonist immer oh oh gemacht hat. Rain Man, oder? Weißt du nicht? Mann, ja. Da sind sie zu jung für. Wir starten, es geht los. Welche dieser Sportarten wurde zuerst von Frauen und danach von Männern erst gespielt? A. Handball, Fußball oder Eishockey? Geht glaube ich, über Ausschlussverfahren, oder? Was hast du genommen? Ich war mir nicht sicher zwischen A und C. Ich habe einfach nochmal A genommen, Hoffnung, dass es jetzt ein A ist. Du hast A genommen. Und was ist die richtige Antwort? Super. So kann es doch losgehen. Was sagt der Jäger? Ja. Wussten Sie das als alter Handballer? Ja, ich wusste das in der Tat, aber ich glaube, mit Fußball und Eishockey als Alternativen ging es ganz gut. Ne? So, damit sind beide auf dem Spieltisch und Gleichschritt, finde ich, machen wir weiter. Also mindestens Gleichschritt. Ja. Nächste Frage kommt. Welche biblische Gestalt wird im Neuen Testament auch als Sohn Davids bezeichnet? A. Judas, Abraham oder Jesus? Wer möchte? Können wir runterzählen bei 0 drücken? 3, 2, 1. Heute hat er nicht mitgemacht. Macht er nicht mehr. Heute. Wen hast du genommen? Ich habe B genommen. Und was ist die richtige Antwort? Jesus. Ja. Ja, das war zu offensichtlich. Machte sich auf den Weg. Und was sagt der Jäger? Ja, der Bibelfest ist er eigentlich. Oh, nee. Ja, das ist. Ich würde theologisch David mit Gott gleichsetzen. Aber ich meine, es steht Jesus sogar in der Weihnachtsgeschichte. Machte sich auf den Weg mit seiner Frau und die war schwanger. Ich glaube, es ist ja, jetzt, so David. Hört, ist es auch. Das war zu offensichtlich für mich, dachte ich, das ist... Gut. Weiter geht's. Nächste Frage wieder richtig machen, bitte. Welcher Missionar baute 1634 in Peking das erste galiläische Fernrohr? A. Schall von Bell, B. Rauch von Mu oder C. Qualm von Miau? Das Schlimme ist, ich würde mich verraten, wenn ich bei allen drei Möglichkeiten anfangen würde zu lachen beim Vorlesen, weil eine stimmt ja. Einen gibt's ja. Wen hast du genommen? Ich habe wieder A genommen. Schall von Bell, ist das richtig? Klingt nicht ganz so bescheuert, ne? Ja. Ja, sehr gut. Qualm von Miau wäre aber auch nicht schlecht gewesen. Was sagt der Jäger zum galiläischen Fernrohr aus Peking? Oh, Jahresrückblick. Er hat was anderes. So, das ist doch gut. Drei Patzer frei, theoretisch. Weiter geht's, Bastian. Es läuft alles gut für uns. Welcher Ausdruck schaffte es bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres 2016 nicht in die Top 10? A.
Uhrensohn, B. Banalverkehr oder C. Moralsex? Ich verstehe Ihre Reaktion, gebe zu bedenken, zwei waren wirklich in diesen Top Ten. Und eins ist dann wahrscheinlich ausgedacht. So. Hast du Kinder in dem Alter? Irgendwie zwischen? Nee. Was hast du denn genommen? Ich habe C genommen. Moralsex. War noch nicht, dachte ich irgendwann. Was könnten das andere sein? Banalverkehr, vielleicht irgendwas mit Computerchat oder so? Weiß nicht. Uhrensohn? Verballhornungen von tatsächlichen Ausdrücken, die man nutzen kann. Ja, so weit waren wir auch schon, Herr Klussmann. Ich versuche das gerade inhaltlich auszufüllen. Es muss ja irgendwo herkommen. Also Die Jugendlichen müssen das ja irgendwie wirklich sagen dann auch. Ich weiß nicht, oder das sind immer irgendwelche Werbetexte, sich da was ausdenken. Uhrensohn könnte einer sein, der von seiner Mutter noch eine Zeit zum Heimkommen mitgekriegt hat. Es gibt ja auch Abiturensohn, habe ich gehört. Abiturensohn. Ist das auch schon ein Schimpfwort mittlerweile? Abiturensohn ist auch sehr weit verbreitet. So, gibt es jetzt Moralsex, beziehungsweise war das in den Top Ten und dementsprechend angesagt oder nicht? Nee, schön. Also, da hätte man jetzt wieder denken können, dass das heißt, Sex in der Tat nur, wenn man zusammen ist und sich liebt oder so. Das könnte dann Moralsex sein. Ich weiß es nicht. Was sagt der Jäger? Hipster aus Berlin? Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Worte eigentlich nie genutzt werden, außer vielleicht das Siegerwort. Muss irgendwo aus der Feder eines sehr kreativen Menschen stammen. Also, die werden ja nicht in der Jugend tatsächlich genutzt. Ja, ich weiß es außer nicht. So Lauch oder sowas. Ne? Lauch? Ja. Sie Lauch. Du Opfer, ey. Okay, wir machen weiter. Nächster Schritt für Herrn Klussmann. Nächste Frage kommt. Wo arbeiten zahlreiche Beamte? A. Pünktlichkeitsbüro, B. Fleißbehörde, C. Ordnungsamt. Ich würde Ihnen so gönnen, wenn Sie hier so eine Show machen bei solchen Fragen, dass Sie sich dann verdrücken oder dass die Zeit abläuft. Ganz im Ernst, das ist ja Laienspiel da oben. Kann er später machen. Oder? Was hast du genommen? Ich habe C genommen. Ordnungsamt, danke. Das ist mal einer zum Entspannen zwischendurch. Ja. Haben wir nicht oft hier in der Sendung. Nächster Schritt, vorletzter. Was sagt der Jäger? Sind doch alle so fleißig dort. Ich war mir nicht so sicher. Wir gehen hoffentlich jetzt ins Finale mit der nächsten richtigen Antwort von Bastian. Was verbirgt sich hinter Umami? Umami, Umami. A. Geschmackssinn, B. Haarfarbe, C. Begrüßung. Das sind die Jugendlichen von vorhin, die, wenn die Mutter reinkommt, Umami sagen. Naja, es ist A. A. Geschmackssinn. Ja. Weißt du? Oder? Ich hab's mal gehört, ich bin mir ziemlich sicher, aber kann natürlich auch wieder irgendwas in den falschen Hals gekriegt haben. Aber ja, in diesem Fall würdest du dich ja dran erinnern dann bei Geschmack. Ja. Was ist die richtige Antwort? Sind wir durch? Stark gespielt. Ja. Klasse. Die ersten Finalisten haben wir. Es ist Bastian und er ist dran. Komm. Ellen, herzlich willkommen. Ich finde, der Auftakt ist gelungen. Prima. Hat er gut gemacht, ne? Sehr gut. Hätte natürlich auch die hohe Stufe sein können, aber ich glaube, so zum Anfang erstmal ein bisschen. Das war gut so. Fürs Gemüt, für alle gut, glaube ich. Ne? Guck mal, du hast dich dem Jäger entsprechend gekleidet heute in Blume. Ja. Sieht sehr schick aus. Was machst du beruflich? Du bist Übersetzerin. Ich bin Übersetzerin. Für welche Sprachen? Portugiesisch, Französisch, Englisch. Oi. Ja, das finde ich aber spannend. Und was für Texte sind das? Fachtexte oder? Fachtexte, Technik, Urkunden, was gerade kommt. Na, was gerade kommt, ist ein überragendes Stichwort für diese Schnellraterunde. Richtig. Du sagst mir jetzt auf alles, was gerade kommt, sagst du mir eine richtige Antwort am besten. Habe ich vor. Deine Zeit, eine Minute, liebe Ellen, startet jetzt. Wie nennt man beim Fußball ein Vergehen, wie Rempeln, Schlagen oder Tackling mit dem Fuß? Beide. Foul. Till Schweiger, Jan-Josef Liefers und Michael Bulli-Herbig spielen im Film 4 gegen die? Beide. Bank. Welchen Kontinent betrat James Cook im April 1770? In Australien? Ja, euch kann ich es ja ruhig sagen. Die Sache mit Emil kam mir selber unerwartet. Heißt es in welchem Buch von Erich Kästner? Emil und die Detektive. Welcher Männervorname lautet wie das Nest eines Adlers?
Horst? Wie nennt man in der Linguistik das Auslassungszeichen, das für einen wegfallenden Vokal benutzt werden kann? Apostroph. Was ist der Name eines Sternbilds? Kleine Katze oder kleiner Hund? Kleiner Hund. Das Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie befindet sich in welcher Stadt in Hessen? Darmstadt. Marburg, welche magische Metermarke konnte Jelena Isinbajewa als erste Frau beim Stabhochsprung überwinden? 5 Meter. Ist Deadpool-Filmstar Ryan Reynolds US-Amerikaner oder Kanadier? Kanadier. Wer hatte mit einer deutschen Coverversion des Beatles-Song Obladi Oblada seinen ersten Hit in Deutschland? Howard Carpendale. Ja, oh, ich habe mich da kurz fast Habe ich dir geklaut, die 500? Ne, 3,5, super. Obladi, welches war das denn von Howard Carpendale? Nee, jetzt müssen wir warten, bis der Jäger kommt, ne? Ach so, ja. Singen tun wir erst, wenn er da ist. Ach so, du willst ihn aus der... Das ist sehr taktisch, sehr schlau. Okay, hier kommt der Jäger. Herr Klussmann, willkommen zurück. Zweite Runde mit Ellen. Guten Abend, Ellen. Ähnlich sprachbegabt, möglicherweise sogar sprachbegabter noch als Sie. Sie sprechen ja auch so viele Sprachen, ne? Ja. Wie viel waren es? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich verstehe 7 Sprachen, sagt man. Es kommt ja darauf an, wie man das wertet. Also auf welchen Niveaus, C1, C2, B1. Verschiedene Sprachniveaus. Und dann, wo Sie ansetzen. 7 aber, verstehen Sie? Ja, also Japanisch, Chinesisch, Englisch, Russisch, Arabisch, Italienisch, Spanisch. Deutsch, 8. Wir sprechen über Fremdsprachen. Verstehe. Ich kenne viele für die Deutsch. Egal. Wir kommen mit 3.500 € an den Tisch und warten auf Ihre Angebote. Ellen, auf der unteren Stufe habe ich gnädige 2.000 € für Sie. Ja, und oben? Aber oben steigere ich mich auf 18.000. Ja. Noch nicht? Nee, noch nicht. Okay. Ist noch zu wenig. Ist noch zu wenig? Ja. Noch wenig. Ja. Ich könnte mit 18 was anfangen. Die Maßstäbe und Werte haben sich verschoben. Ja, letzten Jahr schon. Also 3,5, runter geht's nicht, oder? Nee. Übersetzer werden sollen. 3.500 €, zweites Duell. Ellen gegen den Besserwisser, Blume gegen, ja, Blumen. Wald und die Jagd beginnt. Welche Mittelmeerinsel wurde 1530 von Karl V. dem Johanniterorden als Lehen übergeben? A. Malta, B. Korsika, C. Zypern. Das ist aber auch nicht Geschichte-Grundkurs, oder? Was hast du genommen? A. Malta? Ja. Du wirkst sehr zuversichtlich, also, oder? Ja, das macht am meisten Sinn. Okay. Wenn es danach geht, ist was richtig? Ja, komm. Ich bin sehr beeindruckt. Was sagt der Jäger? Ja. Sollte man in diesem Jahr vielleicht noch hin, ja? Europäische Kulturhauptstadt. Die nächste Frage kommt direkt und wir sind einen Schritt näher am Finale. Ich weiß, was es bedeutet, Mutter von 3 kleinen Kindern zu sein, sagte einst Angela Merkel, Edmund Stoiber oder Ursula von der Leyen. Ja, es ist... Wen hast du genommen? C. Ich glaube, sie hat 7. Frau ja, von der Leyen. Aber das kann sie ja früher gesagt haben. Aber das stimmt. Edmund Stoiber als Mutter. Ja, aber das ist, glaube ich, genau der Witz. Also ich meine mich daran zu erinnern, dass er hat ja für vieles einstecken müssen. Man ja. Erinnert sich auch an seine überragende stimmt. Rede zum Transrapid, glaube ich. Ja. 10 Minuten. 10 Minuten vom Münchner Flughafen. Ich glaube, es war Edmund Stoiber. Ja. Was ist die richtige Antwort? Ja. Und in diesem Fall, so blöd das klingt, warum sollte der sonst in so eine Aufzählung reingeraten? Ne? Was sagt der Jäger? Ja. Stoiber ist sehr oft der Witz, ja. Nächster Schritt für den Jäger hier. Wir bleiben kurz stehen, aber nur kurz. Es geht weiter. Finnmark heißt der flächenmäßig größte und am dünnsten besiedelte Verwaltungsbezirk von A. Finnland, Dänemark oder Norwegen. So, jetzt die Frage, ob Finnland die Falle ist oder nicht. Oder ob wir ganz einfach denken müssen. Was hast du genommen? Ich habe mal einfach gedacht. Finnland? Ja. Ja, ist das richtig? Nee. Und was sagt der Jäger? Das muss man ja auch wissen. Ja, das ist eine typische Pub-Quiz-Frage, oder? Nein, überhaupt nicht. Nö. Aber ich habe einige gute norwegische Freunde. Eine große Quiz-Nation. Norwegen?
Ja. Ist das so? Ganz stark. So, jetzt ist er da, Ellen. Gut. Ja, gut für ihn. Ist ja schön. Kann er sich freuen. Aber du... Ich lass mich nicht beirren. So will ich dich hören. Nächste Frage. Ein 246 Meter hoher Turm in Rottweil dient zum Testen von A. Fassadendämmung, B. Fahrstühlen oder C. Solarpanels. 246 Meter. Was hast du genommen? Ich habe es nochmal mit A versucht. Fassadendämmung. Wir brauchen jetzt dringend eine Fassadendämmung. Es sind die Fahrstühle. Eigentlich ja auch schlau, ne? Sowas zu haben zum Testen. Auch Paternoster vielleicht? Ja, fahren Sie mal mit einem Paternoster, der 246 Meter hoch ist. Ich meine nicht Paternoster, sondern Paternoster, Herr Klüssel. Und ja leider verboten. Ne? Ich befürchte, Ellen. Das war's. Ja. Was sagt der Jäger? Wie schade. Vielen Dank fürs Kommen. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Alles Gute für dich und Frieda. Wir machen weiter. Ach, das bleibt. Frieda, guten Abend. Guten Abend. Da haben wir ein bisschen was wettzumachen jetzt. Ich hatte relativ fest mit Ellen im Finale gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Also von, also auch nach der Schnellraterunde und allem. Ja, ja. Hat nicht sollen sein, ne? Nee. Wärst du durchgekommen gerade da? Durch das Duell? Die letzte Frage, ja, aber uns. Ja. Und hätte dann nichts gebracht, wenn vorher alle nicht geklappt hätten. So ist es. Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Ich komme aus Leipzig und bin Werkstoffprüfer vom Beruf. Werkstoffprüfer? Werkstoffprüfer, ein Werkstoffprüflabor. Ja. In Richtung Maschinenbau, Apparatebau, Anlagenbau. Ja. Was hast du für Hobbys, Interessen? Hobbys, Gitarre spielen, Fußball. Stimmt, Gitarre spielen, genau. Rennrad fahren. So. Gut, dann brauchen wir Sportfragen, Technikfragen. Ja, und Fußball. Genau. Sport- und Fußballfragen nehmen wir beides. Nehmen wir beides. Und dann nehmen wir, genau. Also damit haben wir es aber auch schon für die Minute, glaube ich. Sie startet genau jetzt für dich. An welcher Kasse können Opernfreunde eine Stunde vor Aufführungsbeginn noch Restkarten ergattern? Abendkasse. Welches Hebewerkzeug hat einen luftig klingenden Namen? Weiter. Winde. In welchem südamerikanischen Land liegt die Guri-Talsperre? Argentinien. Venezuela. Wie lautet das aus dem Griechischen stammende Fremdwort für eine Herrschaft des Adels? Weiter. Aristokratie. Welcher Jules verfasste teilweise... Jules Verne. Ja, eine Tragikomödie über das Ende eines bekannten sowjetischen Diktators. Trägt den Titel The Death of... Weiter. Stalin. Liegt Trinidad oder Tobago weiter im Norden? Ja. Tobago. In welcher US-amerikanischen Stadt fand 2016 das jährliche Dinner en Blanc am Battery Park statt? Weiter. New York City. Mit welchem Tennisspieler hat die Schauspielerin Tatum O'Neill 3 Kinder? Andrew Agassi. John McEnroe. Wie viele Personen dürfen in einem Bob von 630 Kilo Höchstgewicht an einem olympischen Wettkampf teilnehmen? 4. Einen Pottantrieb findet man bei Luftfahrzeugen und welchem anderen Fortbewegungsmittel? Schiffen. Aus welchem Land kommt der 2014 zum Präsidenten der Europäischen Kommission gewählte Jean-Claude Juncker? Baking. Luxemburg. Ah, Luxemburg. 2000 sind es geworden. Das sind wir bei diesen Oder-Fragen. Das hab ich nicht verstanden. Brauchst du dir keinen Sorgen zu machen. Ich habe das relativ häufig und es ist natürlich immer ein Lacher wert, aber wenn das irgendwie alles schnell geht, also wie Kaffee oder Tee, joa. Ja. Also ich habe es nicht gehört. Ja. Aber bei Angeboten musst du dich jetzt entscheiden. Ja, ja. Dann, ne? Hör ich gut zu. Hier kommt der Jäger. Das ist mal ganz geile Stimmung bei RB. Herr Klüssmann, Frieda ist da, dritte Runde. Guten Abend, Frieda. Hallo. Und 2000 Euro ist die Summe, aus der Sie was machen jetzt? Fragezeichen. Für einen neuen Satz Saiten für den Gitarristen 20 Euro. Ich habe auch bessere, ne? Sind das gute Seiten? Welche für 4000? Für 4000? Nein, Quatsch. Ja, Quatsch. Glaube ich auch nicht. Aber oben liegen für Sie 20.000 Euro. Dankeschön. Ich bleib bei 2. Ja? Ja. Gar keine, nein, keine Chance. Keine Versuchung. Okay. Die ID kein Geld mehr. Klar. 2000 Euro und die Jagd beginnt. Erste Frage der dritten Duellrunde. Lukas Barefoot schrieb das Theaterstück Die sexuellen Neurosen unserer A. Eltern, Freunde oder Nachbarn. Was hast du genommen? C. C. Okay. Was ist die richtige Antwort? Ich glaube, es ist das, was wir nie wissen wollen. Ja. Was sagt der Jäger? Gut, wir fangen nochmal an. Das ist doch... Oh, Herr Klüssmann.
Auf geht's. Wo findet mit dem Iditarod, Iditarod, das längste Hundeschlittenrennen der Welt statt? A. In Norwegen, Grönland oder Alaska? Wenn es jetzt Iditarod ist, hätte ich euch gerne einen Hinweis gegeben, aber keine Ahnung. Was hast du genommen? Alaska. Gut, dann hättest du es ja eh richtig, falls es richtig ist. Ja, bitte. So. Aber der Amerikaner sagt, glaube ich, in seiner alaskischen Poetrie, sagt er Iditarod. Was sagt der Jäger? Klingt wie altgriechische Theatertragödie auch, ne? Irgendwie? Ja, da kennen sie sich aus. Clusenius und Iditarod. Mhm. Ja, genau. Er macht den ersten Schritt. Warum sind Sie so aggressiv häufig? Aggressiv? Weißt du? Haben Sie was aufzuarbeiten irgendwie? Ich bin ganz ruhig hier oben. Ja, hier kommt die nächste Frage. Die erste komplett farbige japanische Anime-TV-Serie war Astro Boy, Kimba oder Heidi? Kimba, hast du es gesehen? Ne, du bist jung. Wie alt bist du? Noch 31. Ah. Kennen Sie noch Kimba, Herr? 29. Kennen Sie noch Kimba? Kleiner weißer Löwe, wir sind stolz auf dich, stolz auf dich. Alle Menschen schenken dir Vertrauen. Kennst du nicht? Was ist die richtige Antwort? Kimba! Nee, hast du genommen. Ja, ja. Oh. Kimba! Völlig durch den Wind hier. Was sagt der Jäger? Haben wir Chance auf den Patzer? Ja! Heidi ist eine japanische Anime-Serie anscheinend, aber doch nicht so alt wie Kimba. Heidi, deine Welt, seine Welt sind halt nicht die Berge. So. Nächste Frage kommt, wir haben einen Patzer gewonnen. Was ist der Westminster-Schlag? A. Ein Glockenklang, B. Ein Degenangriff oder C. Eine Hunderasse? Tja, könnte alles passen, ist nicht schlecht ausgewählt, finde ich. ABC, was hast du genommen? Ich hab A genommen. Der Glockenklang. Was ist die richtige Antwort? Super gut. Spitze ist echt gut. Wieder. Was sagt der Jäger? Wir sind schon hier fast auf der letzten Stufe. Hätte mal zappen können, ne? Könnte alles sein, wie Sie gesagt haben. Alles gut. Oh, erinnere mich an meine Fechtzeiten. Oh Mann. Sehr dunkel. Jakobi schreibt sich das gerade alles auf. Ich habe den Schlag gemacht, aber es hat nichts genutzt. Nee, das hat gar nichts genutzt. Verpass ihm bitte jetzt den nächsten Westminster-Schlag hier mit der nächsten richtigen Antwort. Zur Ordnung der Kraken gehören die A. Stahlkähne, Papierboote oder Holzschiffe? Das war eine Frage. Zur Ordnung der Kraken. Ja, interessant. Was hast du genommen? A. Stahlkähne. Ist das die richtige Antwort? Nee, Papierboote. Was sagt der Jäger? Und wieder dran. Jetzt mach ihn fertig, Frieda. So, nämlich. Nächste Frage kommt. In welchem Land befindet sich die Inka-Stadt Machu Picchu? A. Peru, Chile oder Bolivien? Aber schon. In Peru, in den Anden. Stimmt, oder? Schöne Frage. Hast du genommen? Ja, aber auch schon oben. Ja. Ist auch richtig, oder? Warst du schon da? Ja. Ja. Guck mal, da bist du. Hab so ein bisschen blutendes Herz wegen der 20.000. Ja, alles gut. Alles, na gut. Was sagt der Jäger? Peru, da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, und jetzt gehst du aber hoffentlich ins Finale. Dann wären wir bei 4,5 und Manuela, ne? Dann schauen wir mal. Noch 20 sein können. Denken Sie nochmal. Ja, alles gut. Weiß auch vorher nicht, ne? Lass ihn nicht ablenken von seiner ziemlich traurigen Runde hier. Wer gilt als einer der berühmtesten chinesischen Künstler? A. Wai Ai Ai, Ai Wei Wei oder Au Wai Wai? Ai Ai. Au Wai Wai passt wirklich, finde ich, zu Ihrem Duell hier, Herr Klussmann. Was hast du genommen? Ich habe mich, glaube ich, verdrückt. Ich habe C genommen. Das war. Au Wai Wai. Oder ein Spiel nehmen.
Dann entschuldige ich mich in aller Form, dass ich da Witze drüber gemacht habe, aber du hast dich verdrückt, sagst du, oder? Ja, ja, ich wollte Benjamin haben. Okay. Sag's doch. Ja. Mit voller Hose ist gut stinken von da hinten, ne? Ja, ne? Okay, richtige Antwort ist noch kein finalwürdiges B hier. Was sagt der Jäger? Ich hoffe nicht, dass das jetzt... Naja, wir wollen gar nichts. Mach's jetzt einfach die nächste richtig, dann... ja, wir wollen gar nicht abergläubisch sein. China plant eine Megastadt, die so viele Einwohner haben soll wie welches Land? A. Spanien, Deutschland oder Japan? Herr Klüssmann, manchmal, wenn Sie so gequält gucken, dann möchte ich Sie echt auf den Arm nehmen. Also in den Arm nehmen, meine ich. In den Arm. Es gibt eine Zahl, die dort kursiert. Allerdings wachsen die Städte dort sehr, sehr schnell. Es kommt drauf an, auf das Jahr, was man... Ich habe zwischen A und C tendiert, aber ich habe A genommen. Gehen wir mit A ins Finale. Zu wenig? Zu wenig. Was sagt der Jäger? Das ist auch Stand zu war 220, 80 Millionen war der Stand, den ich für Jinjinji heißt diese Stadt. 80 Millionen. Das ist eine Zusammenführung von Beijing, Tianjin und der Region um Beijing. Die Truppe, wenn sie Geld gewinnt, lädt sie nachher auf drei Jinjinji ein und dann... Dann gibt es Auweia. Das nochmal. Dann gibt es Auweia morgen früh. Genau, ja, schön. So, dann jetzt bitte, damit wir gar nicht dem Ai Weiwei hinterher trauern hier. Welcher Wirtschaftstheoretiker erfand den metaphorischen Ausdruck unsichtbare Hand? A. Karl Marx, Milton Friedman oder Adam Smith? Wen hast du genommen? Ich habe B und C gedrückt. Also B. Oh wei, oh wei. Was ist die richtige Antwort? Es ist noch alles okay, aber... Dieser Ai Weiwei geht mir jetzt ein bisschen schwerer. Er geht mir aus dem Kopf durch den Magen jetzt ein bisschen. Was sagt der Jäger? So. Visible Hand of Wealth of Nations. Du hast noch zwei Matchspiele. Okay? Alles gut. Hier kommt die nächste Frage. Bitte jetzt die letzte. Auf welchem Album von Pink Floyd sangen Schüler der Islington Green School mit? A. The Voice, The Chase oder The Wall? Schüler der Islington Green School. So, also ich bin jetzt so ein bisschen, was hast du gesagt, 31? Aber, weil eigentlich ist das, also für mich ist es ein Geschenk. Aber, und vor allem zweimal, The Voice ist eine Sendung, The Chase sind wir und das Lied. The Wall ist auch eine Sendung. Hä? Ist das auch eine Sendung? Ja, ja, wir. Was hast du genommen? Ich hab B genommen. Hast du The Chase genommen? Chase ist immer gut. Was ist die richtige Antwort? Dann... Was sagt der Jäger? Verdammt. So, jetzt ist er da. Aber es ist ja noch viel schöner, wenn er jetzt noch mal so ein bisschen... Freut mich so. The Chase ist tatsächlich sehr, sehr gut. Gefällt mir die Sendung. Das kann ich auch. Jetzt kommt deine Frage und dann gehst du ins Finale. Es ist aber typisch hier, was hier alles passieren kann. Ich hätte das noch gedacht. Ja, es ist ja gut, Herr Klussmann. So, jetzt Finale bitte, Frieda. In welcher Stadt wurde 2016 ein Charlie Chaplin Museum eröffnet? In Vevey, Los Angeles oder London? So, was hast du genommen? London. Was ist die richtige Antwort? Das ist unfassbar. Das war's. Was sagt der Jäger? Das ist ja Wahnsinn. Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Doktor. Was hier alles passiert, du, Manuela. Manuela, ich freue mich, dass du da bist. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich bin noch nicht so ganz über die letzten bis sechs Minuten hinweg. Das ist ja unfassbar. Vier vor, glaube ich, ne? Oder? Sieht er die Antwortmöglichkeiten da oben? Oder? Naja, in diesem Fall lag es jetzt weniger. Also klar, er kam noch
Aber gut, das ist dieser Verdrücker natürlich gewesen. Ja, ja. Dann kommst du raus, dann fängst du an zu denken, dann kommt noch so ein Pink Floyd-Ding, wo alle so machen. Ja, ja. Ach Mensch, gut, das nützt schon. Wir spielen für Frieda jetzt mit. Genau. So, ja, sagen genau. Auf jeden Fall, so für funktioniert Mannschaft jetzt und genau. Spielen deine Schnellraterunde. Sollen wir direkt? Eine Minute? Ja. Bist du bereit? Ja? Jawohl. Die Zeit startet jetzt. Das weibliche Gegenstück zum Vater ist die? Mutter. Sarah Connor hatte einen Hit mit dem Song From Zero to... Hero. Mit welcher Oscar-Preisträgerin begann der Regisseur Darren Aronofsky 2016 eine Beziehung? Weiter. Jennifer Lawrence. Welche Stadt liegt weiter im Süden, Wiesbaden oder Würzburg? Wiesbaden. Würzburg. Mary Jane Kelly gilt als das fünfte Opfer welches Londoner Killers? Weiter. Jack the Ripper. Keine Pfingstferien hatten 2018 die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und? Brandenburg. In welcher deutschen Stadt wird seit 2010 die Staatsoper renoviert? Weiter. Berlin. Der RBB besitzt Funkhäuser in Berlin und welcher anderen Stadt? Hamburg. Potsdam. Einmal saß Kasperls Großmutter auf der Bank vor ihrem Häuschen. Beginnt welches Buch von Ottfried Preußler? Weiter. Räuber Hotzenplotz. Welche Farbe hat von den Spielern aus gesehen die rechte untere Ecke eines Schachbretts? Schwarz. Weiß. In welchem Land kam der mit 25 Jahren jüngste Physik-Nobelpreisträger der Geschichte zur Welt? Weiter. Australien. Von 1975 bis 77 und von 81 bis 90 hieß der deutsche Eishockey-Bundestrainer Xaver? Unsinn. Ja. Ein klein bisschen zu spät. 1.500. So, ihr seid auf jeden Fall auch entsprechend in Blume und ja. Floral gekleidet. Hier kommt der Jäger. So, Herr Klussmann. Ja, ich verstehe Ihr Grinsen. Das war stark eben von Ihnen, aber Sie haben schon auch profitiert natürlich. Ne? Also ich profitiere immer von Fehlern von Kandidaten, wenn ich es richtig habe. Aber wir sind in Gedanken bei Frieda, kommen allerdings jetzt hier mit Manuela und 1.500 Euro und sind gespannt, was Sie taktisch jetzt machen. Da ich mich so gut fühle, Manuela, bin ich sehr, sehr gnädig mit 1.000 Euro. Mhm. Ja, da kann man klatschen. Aber vielleicht wollen Sie ja zocken für 30.000 Euro. Wieder, mach. Ja, mach. Ich zocke. Du zockst? Ich zocke. Ja, dann los, komm. 30.000, jawohl. Die Jagd beginnt. So, das machen wir jetzt, Manuela. Wer fühlt sich im Zeichentrickfilm Aristocats um sein Erbe betrogen? A. Der Chauffeur, der Butler oder der Verwalter? Kennst du dich aus? Beziehungsweise hast du den Film gesehen? Das ist die einzige sichere Variante dann jetzt hier. Was hast du genommen? A. Den Chauffeur. Fühlt er sich um sein Erbe betrogen? Nee, der Butler. Was sagt der Jäger? Der Weser natürlich. Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Ich nie gesehen. Geraten? Ach. Natürlich. Guck mal, jetzt hat er Oberwasser. Du. Guck mal. Du. Ja, ja, ja. Da gewinnt er einmal im Monat, gewinnt er nochmal so ein Duell nach Rückstand. Und Mann. So, da ist er jetzt. Aber du... Nicht verunsichern lassen. Nee, genau, so ist es. Einfach richtig antworten. Was ist keine der im zweiten Buch Mose beschriebenen 10 Plagen? A. Frösche, Heuschrecken oder Ratten? Was hast du genommen? Frösche. Ist das die richtige Antwort? Kann gehen. Edward. Du, ich befürchte, das war ein relativ kurzes Vergnügen mit uns beiden hier. Was sagt der Jäger? Wie schade. Aber ich kann total verstehen, dass du die 30.000 genommen hast. Wir haben ja schon zwei hinten. Vielen Dank, Manuela. Bastian im Finale. Finalzeit bei Gefragt Gejagt. Es ist ein Einzelfinale. Bastian, der Erste sollte auch der Letzte sein. 2.500 Euro. Du bekommst einen Punkt Vorsprung.
hast, ich glaube, du warst es, der den Umschlag ausgewählt hat sogar. Richtig. Für deine Truppe heute vor der Sendung, den Versiegelten, notariell beaufsichtigt. Und ich hoffe, dass da jetzt die richtigen Fragen drin sind. Ich stelle sie dir 2 Minuten lang. Du brauchst dich um nichts zu kümmern. Gib mir einfach sehr, sehr viele richtige. Das, was liegen bleibt, das blenden wir ein. Und Sie können gerne auch alles nach der Sendung im Internet auf das erste.de/gefragt-gejagt nachschauen oder in unserer ARD-Quiz-App. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dann gib mir viele richtige, deine Zeit startet jetzt. Welches Paar ist laut Genesis unerlaubterweise vom Baum der Erkenntnis? Adam und Eva. Wie oft wurde Lothar Matthäus Fußball-Weltmeister? Einmal. In welchem Land findet man die größte Seebühne Europas? England. In welches Meer mündet der Dnieper? Mittelmeer. Wie hieß der Barockmaler Rubens mit Vornamen? Weiter. 4 US-Präsidenten starben infolge eines Attentats. Lincoln, Garfield, McKinley und? Kennedy. Auf einer Novelle welches Philosophen basiert das Musical Candide von Leonard Bernstein? Weiter. Die längste britische Fernstraße, die A1 Road, führt von London bis in welche schottische Stadt? Aberdeen. Welcher CSU-Politiker wurde in der 4. Regierung Merkel Innenminister? Weiter. In welcher Stadt an der Moldau wurde Franz Kafka geboren? Weiter. In welchem Jahrzehnt wurde der Western 12 Uhr mittags uraufgeführt? 60er. Welche Stadt liegt am nördlichsten Punkt der Donau? Weiter. Das Leitmotiv eines Romans nennt man auch roten Faden. Was für ein Landsmann war der Comiczeichner Karl Barks? Belgier. Welche Deutsche wird auf der Webseite des IOC als die erfolgreichste Langdistanz-Eisläuferin bezeichnet? Pechstein. Welcher US-Präsident ist auf der 25-Cent-Münze abgebildet? Lincoln. Ein Musical-Komponist ist der Brite Andrew Lloyd Webber. Wer sagte bei der ersten Mondlandung The Eagle has landed? Neil Armstrong. Unter welchem Künstlernamen wurde Aranka Jean Horn berühmt? Weiter. Zur Ufersilhouette welcher Stadt gehören 3 Kranhäuser und das sogenannte Siebengebirge? Weiter. Zu welchem Bundesland gehört die Insel Usedom? Schleswig-Holstein. Dermis heißt ein medizinisch eine Schicht welches Organs? Herz. Wie viele Sterne sind auf der Flagge von Texas abgebildet? Einer. Welchen Handwerksberuf? Der Stern kam noch. 9 Punkte. Bisschen was ist liegen geblieben, aber das ist sicherlich auch der Situation geschuldet. Alleine ist einfach auch sau schwer. Zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Jäger. So, Herr Klussmann, in Teilen denkwürdiger Abend, wenn ich an die Duelle denke, auf jeden Fall. Weiß nicht, ob es jetzt ein denkwürdiges Finale wird. Das würde es, würden Sie scheitern, glaube ich. Bei einer 9 ist schon Pflicht, ne? Ja, so kann man das ausdrücken, ja. Das drücke ich sehr gerne so aus. 2 Minuten für ihn. Und du setzt ihn bitte zurück, wenn die Chance kommt und er einen Patzer drin hat oder falsch antwortet, ja? Sollen wir loslegen, Herr Klussmann? Können wir machen. Zum letzten Mal heute Abend, die Jagd beginnt. Sebastian Klussmann ist der Jäger heute Abend. Er braucht 9 richtige Antworten, hat 2 Minuten und seine Zeit startet jetzt. Welches Tier spielt beim biblischen Sündenfall eine zentrale Rolle? Schlange. Wie oft wurde Andreas Brehme Fußball-Weltmeister? Einmal. In welchem Land wird der renommierte Ibsen-Preis verliehen? Norwegen. Nördlich von Sonthofen mündet die Ostrach in welchen Fluss? Donau. Stopp die Uhr. Erste Chance für dich. Quatsch. In die Elbe? Nee. Ja. Ja, in die Iller. Okay. Naja, doch, etwas schwerer. 1:42 für 6. Die Zeit startet jetzt. Wie lautet der Vorname des französischen Malers Cézanne? Paul. Welcher regierende Bürgermeister protestierte 1961 mit 300.000 Berlinern vor dem Rathaus Schöneberg? Auf welchen König geht die Gründung der Académie Royale de Danse in Paris im Jahr 1641? In welchem Londoner Gebäude residierte ab 1967 der Metropolitan Police Service? Menschen Gebäude, Scotland Yard. Welcher ostdeutsche Ministerpräsident trat Ende 2017 zurück? Tillich. In welchem Land wurde Lilo Pulver 1929 geboren? Deutschland? Falsch! Stopp, die Uhr meine ich! Ja. Österreich.
Nee, in der Schweiz. Ah. In der Schweiz. Ich dachte, vielleicht kriegen wir ihn wenigstens über die Minutengrenze, weißt du, damit er nicht noch breitschultriger rausmarschiert hier heute Abend. 6 Sekunden haben Sie noch, Herr Klussmann. Also für die Minute. Und die Zeit startet jetzt. In welchem Jahrzehnt kam der Film Citizen Kane in die Kinos? 40er. Ja, herzlichen Glückwunsch. 1-0-1, 59 Sekunden, bravo. Vielen Dank, Bastian. Das hat mir viel Spaß gemacht mit euch als Truppe. Und dramatisch war es in Teilen auch. Herzlichen Glückwunsch, Herr Klussmann. Das Dankeschön, war die Frage Jagd. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Tschüss.